Grüße aus Brüssel nach Deutschland zu einem ganz besonderen Tag, zu dem Weltfamilientag. Ja, natürlich als Bundesvorsitzender der Familienpartei Deutschlands und als Europaabgeordneter möchte ich natürlich hier über diesen Wege mich bei allen Eltern, Großeltern und auch Kindern recht herzlich bedanken, denn ihr seid das Kernstück Europas, die Familien. Und die Familienpolitik ist natürlich auch unsere Kernpolitik der Familienpartei Deutschlands. Und natürlich wird man an einem solchen Tag nicht müde, sich bei den Erziehungsberechtigten zu bedanken. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und wir wissen, was Covid-19 den Familien gerade in diesen schweren Zeiten abverlangt. Und wir wissen, dass dieser Tag nur ein ganz besonderer Tag ist. Wir blicken alle zuversichtlich in die Zukunft. Die Impfungen schreiten voran, die Menschen werden geschützt, keine Frage. Und wir kehren langsam wieder, ja, Normalität ist noch, sind wir noch weit von entfernt, aber wir kehren langsam wieder zu einem Alltagsleben zurück. Und darüber bin ich sehr glücklich und sehr froh. Ich hoffe, dass bald natürlich die Schulen komplett wieder aufhaben und die Kinderbetreuungszeiten und die Sozialkontakte gepflegt werden können, wie vor Covid-19 auch. Aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt diesen besonderen Tag und unser Anliegen ist es, hier im Europäischen Parlament die Familien zu stärken, denn nur aus starken Familien heraus kann auch ein starkes Europa entstehen, das sich in dieser globalen Welt behaupten kann. Und deswegen ist der Weltfamilientag so wichtig. Und noch einmal meinen herzlichen Dank und viele Grüße aus Brüssel.